Es hat auf jeden Fall so viel Stil, einfach an dem vorbeizulaufen und in die Base reinzugehen. Nur dann. Ups. Sind alle drin? Nee, einer fehlt. Er fehlt, ein Rabe fehlt. Dann Wald und Gut. Ja gut, das haben wir ja schon vorausgesagt, dass sie ihn nicht nochmal böse picken können. Einfach weil Marzo, soweit ich weiß, kein böses Volk mehr hat. Okay, Druidanwalt ist im Wald ja so eine Standardkarte, habe ich das Gefühl. Ist halt so ein bisschen größer, man hat viel Platz. Also man kann. Ich habe das Gefühl, es gewinnt dort meistens halt einfach bessere Spieler. Während halt bei anderen Karten, wie zum Beispiel Bockland, man halt solche cheesy Sachen machen kann, besser. Wenn jetzt was da ist. Es ist halt auch Also eine mein Gefühl. Festungsmap, ne? Da kannst Genau. du das nicht so einfach machen wie jetzt gerade eben. Auf einer Lagermap geht Ja. sowas mit einfach reinrennen. Aber auf einer Festungsmap, also klar, außer der Gegner passt halt überhaupt nicht auf. Dann kann das natürlich auch passieren. Also, ich habe das Gefühl, einfach, man kann dort viel besser halt einfach so verschiedene Sachen ausspielen jetzt hier und dann halt, ja, das Team, das besser ausspielt, das gewinnt halt hier wirklich dann. Und du kannst ja mal was über das Map-Special sagen. Wobei es Ach relativ ja. selbsterklärend ist. Aber. Es gibt hier als Creeps, die Truhe dahin. Und ja, sind eher stärkere Creeps. Man kennt ja die Bogenschützen, die töten gerne und viel. Und wenn halt kein Rohan dabei ist, dann kommt der Mitte zusätzlich noch bei einem Creep der Gan Murigan dazu. Wir haben jetzt übrigens gut gegen gut. Ja, ich sehe es gerade. Rohan, okay. Die Gan Reiter. Murigan kommt nicht dazu. Ah Ja. ja, stimmt, der kommt. Was ist stattdessen dann da? Oder ist der einfach ist Nein. einfach nur Gan Burigan nicht da? Gerade noch ein Creep ohne ihn da. Okay. Oder nix. Eins von beidem. Okay, Reiter, ja. Ja, Reiter sind ja halt gut in diesem freien, auf dieser freien Ja, Karte. die Map ist relativ groß und es ist Elendil, also, ne, weiter. bin gespannt, ob er das so spielt wie Seleukos den Tag in dem 3 gegen 3, wo er bei mir mit dem Team war. Da Ja. hat Seleukos relativ cool mit der königlichen Garde gearbeitet. Oder wie heißt die königliche Garde? Wie heißen die denn genau? Die müssten doch königliche Garde heißen, oder? An diese Ja. Elite-Reiter von Und das hat er sehr schön gespielt und die haben halt echt gut tanken können auch. Also die konnten auch mal entspannt durch ein paar Speere durchreiten. Das hat die jetzt nicht so hart gejuckt, aber dafür sind es halt auch die heroischen Einheiten von Rohan. Das ist sehr schön. Jemand hat Kinotickets über mein Konto gekauft. Das freut mich. Waffenmeister verlieren halt krass an Wert, So, sobald der Gegner Elendil. Elite hat. Und Helden sind es gegen Helden sind sie auch kacke. Gondor. Ah, Imla. okay, gut. Ah! Das heißt, jetzt spielt Marzo Imladris. Sehr interessant. Ja. So, jetzt ist die Frage. Rabe kann jetzt, glaube ich, Gondor nicht spielen, oder? Weil er hat Weil ja er Arnor Arnor hatte, gespielt. ja. Das heißt, vor dir spielt Gondor. Gondor. Was spielt jetzt vor dir?
Kein Gondor, kein Du Schwein. meinst Rabe? Kein, kein. Er war spielt Rabe. Ja. Weil es gibt die ganzen Zwergenvölker noch zur Auswahl. Ja. Oh, vielleicht sehen wir einen Eisenberge, das stimmt. Ich weiß gar nicht, ist mein Freund da, der immer Eisenberge sehen will? Ich weiß immer, wer wollte denn immer Eisenberge sehen im Chat? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwer wollte immer Eisenberge sehen. Eisenberge! Eisenberge! Woo! Also, wenn du da bist, mein Freund im Chat, da hast du es, da sind deine Eisenberge. Im 3 gegen 3. So, ich kann es aber auch Oh gleich Gott, ich. eintragen. Ja, das Ding ist, ich kann nicht Eisenberge schreiben tatsächlich, das ist zu lang. Das heißt, da darf nur Eisen stehen. Im 3 gegen 3 hatte Rabes auch gepickt, ne? Aber wie das Video von Kaun so passend heißt, die Botlane intet, hat Rabe uns das Spiel verloren. Mir und Tyler, obwohl Tyler und ich performt haben, natürlich, wie immer. Kennt man nicht anders von uns. Ne? Nee, ist. Okay. Eisenberge gegen Elendils Rohan finde ich mutig. Die Frage ist, Möchtest du, was möchtest. wäre besser gewesen, ne? Ja, also kannst du das genauer definieren, Seleukos? Warum? Also ich wüsste jetzt persönlich nicht, woran. Also warum es mutig ist. Also ja, weil eigentlich haben die doch relativ gute Speerträger und so. Und mit Irid Mifrin diese Speerwerfer. Weiß nicht. Also was sonst wäre, Rohan, Imla, Gondor, das ist übrig. Anderes Zwergenvolk wäre da gewesen. Lorien, aber Lorien wäre. Also Lorien habe ich weder Oh. bei Rabe noch bei Fotty jemals gesehen, tatsächlich. Reiterbogies. Ach so. Ah, ja. Ich vergesse, dass die existieren. Was hätte man sonst picken sollen dagegen? Ja, was hätte man sonst picken sollen? Aber vielleicht tatsächlich, auch wenn es keiner spielt, halt Lothlórien, ne? Weil die kommen sehr gut gegen Reiterbogies an, weil ihre Bogies sind stark genug und haben genug Reichweite. Aber da hast du dann natürlich dann wieder die Gefahr, dass sie einfach überritten werden. Also eigentlich auch nicht so ein optimaler Pick. Ich find's gut, dass du Eurozeichen postest. Wie in Abwechslung. Irid Mifrin Speerwerfer sind theoretisch ein guter Konter, aber da muss man erstmal rankommen. Ja, da gebe ich dir recht. Gott, warum sind die Gondor-Soldaten so grün? Sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Allgemein hat ja alles ein bisschen harten Grüntouch, oder kommt mir das nur so vor? Bin leichter dabei, aber nicht gut, wäre so ein Kranker. Aber ihr müsst es mir ein bisschen verzeihen im Chat. Ich habe leider eine Rot-Grün-Schwäche, deswegen ist das für mich immer ein bisschen schwierig. Deswegen konnte ich auch leider nicht zulassen, dass wir die Farben Gelb und Grün picken, weil dann geht es bei mir komplett bergab. Ich kann ich tatsächlich. Vor allen Dingen die Farbgebung im Spiel hier. Ich kann die Farbtöne, also die Ingame-Farben Gelb und Grün, kann ich so gut wie nicht unterscheiden. Die sehen für mich fast gleich aus. Das ist ganz schlimm. Okay. Ja. Unten rechts wollen die Zwerge gerade Duradan creepen. Und ist auch das Horn schon drauf? Also der hat wirklich halt alles, also beide Bats und das Horn. Die Sind Fässer die weg, so ne? stark, die Creeps? Also die, Moment, die heißen wirklich Duadain, ne? Ja, Nicht also Duadan. Duradan ist das Singular, Duradain ist der Plural. Ah, okay. Soldatenbataillon einsatzbereit. Was mir da übrigens auffällt, wenn man über das Camp hovert, ne, die haben diesen lustigen Namen mit Missing. Ja, man kann über eine Map ini keinen Namen vergeben. Also keine neuen. Ah, okay. Ja, interessant. Aber Man ich kann nur finde. vorhandene Strings als Namen vergeben. Okay. Ich finde aber das Design des Camps trotzdem sehr cool. So mit den zwei Puckelmenschen-Statuen, die noch so in diesem Waldläufer-Camp sind. Also finde ich ganz hübsch. Das Design, das mag ich. Zwinker, eh dein Team, das kann man auch so übernehmen vielleicht. Zwinker, zwinker.
Als Map-Special. Aber die werden auch oben rechts gecreept. Also auch wieder mit zwei Bataillonen. Und der Speer der Eisenberge. Oh! Der epische Steinwurf von Mary hat ihn erwischt. Oder war es Pippin? Okay. Nee, Mary. Lorien wäre auch meine Wahl gewesen, aber ich bin auch ein ziemlicher Lorien-Fan, deswegen vielleicht nicht aussagekräftig. Ich denke, Lorien ist ziemlich gut gegen Rohan, wenn man halt die Dinge jetzt richtig ausnutzt, also seine Bogen schützen kann. So. Links ja. Baut Rohan gerade was. Der Bart jetzt gerade eben seine erste Stallung. Ist damit fertig? Und also es kommen auch die ersten Reiter. Okay, er geht also wirklich auf Stallung. Er geht nicht wie viele andere erst auf den Vorposten, um den, sag schon, um das Exilantenlager zu errichten. Bei den Druidein-Camps, ne? Da bleiben ja die Buckelmenschen-Statuen stehen. Ja. Das zählt aber nicht zum Cooldown für den Rohan-Spieler, oder? Nein. Und Elendil hart am Harrison tatsächlich. Macht er auch sehr schön. Ist an zwei unterschiedliche Gehöfte gegangen, damit Rabe sich entscheiden muss, wo er rausgeht. Und natürlich kommen halt die Eisenberge-Zwerge den Rohan-Bauern nicht ansatzweise hinterher. Also das brauchen sie gar nicht erst versuchen. Aber Eisenberge creept halt unten rechts, dafür doch einfach in Ruhe weiter. Ja. Dafür allerdings Fotti jetzt gerade ein bisschen stärker unterwegs als Marzo. Marzo kommt gerade nicht so richtig in Gang. Aber Elendi muss sich halt seinen Reiter zurückziehen. Er hat ein halbes Bad gerade verloren, weil er in Peak reingerannt ist. Oh, so ein in der Mitte bei, bei Gondor. Habe ich tatsächlich nicht auf dem Schirm. Ja, dann wird er auch gleich den Brunnen dann bei gebaut von Elendi. Ja. Ja, Fotti ist hier gerade echt ganz gut mit dabei. Marzo macht gerade nicht so viel. Der hat eine Base von Forti gerade. Oh, das. Und wenn Forti nicht aufpasst. Okay. Harry überlegt, wenn jetzt. Ich denke, er hätte reinrennen können und die Kaserne klatschen, bin ich ehrlich. Ich glaube, das hätte funktioniert. Aber ja, in der Mitte sieht man jetzt auch nochmal wieder, wie Gondor und Rohan aufeinandertreffen. Beziehungsweise voneinander wegrennen. Sind da Speerträger mit dabei? Ja, ne? Bei Gondor, ja. Ja. Boah, das ist natürlich voll der Wag reingeflankt. Hm. Und rennt auch immer noch weiter, hinterher, um Gottes Willen. Aber ich glaube, bei Rabe kommen jetzt Streitwägen gleich, weil er hat Belagerungswerke gebaut. Ach ja. Was hoffst du nicht, Kaun? Ich weiß nicht, auf was das. Ich hoffe nicht. So. Ist jetzt gerade hier. Das. Ja, man hat jetzt auf der linken Seite allgemein sowohl unten links als auch oben die meisten Creeps noch da. Ja. Das ich frag mich. Warum. Marzo jetzt gerade nicht die das Gehöft eingenommen hat, obwohl er es kaputt gehauen hat. Vermutlich hat er es vergessen und irgendwie halt die wohin geschickt. Und ich finde es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, dass er jetzt schon die Bibliothek geholt hat, obwohl er noch nicht ein Eco-Gebäude in seiner Base hat. Und da sind ja auch noch relativ viele Creeps, sage ich mal. Allerdings könnte das jetzt gerade. Dann müssen wir jetzt gekämpft und alle vier Spieler so irgendwie. Boah, ist das ein guter Windhauch.
sind jetzt beide Hörner draußen, einmal ja, die von den Zwergen und von den... Und Heilig ist auch draußen. Da ist die Heilung raus. Jetzt muss sich... Jetzt müsste sie sich definitiv zurückziehen. Aber Fotti hat halt sehr viele Speere tatsächlich. Ja. Und es ist immer noch ungefähr gleich viel CP von beiden Seiten. Ja. Also, Roan hat ein bisschen mehr als Gondor. Die anderen beiden haben ungefähr gleich viel. Ja, dafür haben die Zwerge... Ja, wobei... Also, Himmler und Rohan haben jetzt gerade schon beide mehr als, Eisenberge. Kommt, Leute. Aus der Mine. Das kannst du mir das mal erklären, was das mit der Mine ist? Da kann man das Gebäude nicht einnehmen. Ja, wenn, genau. Wenn du quasi Truppen in die Mine reinschickst und dann wird die Mine zerstört, dann, weil die Dory-Truppen reingegangen sind, kann der Gegner es nicht einnehmen, solange die halt in der Mine drin sind. Woran liegt das? Also gibt es dafür einen bestimmten... Na, der Punkt ist halt, weil die reingehen und dann werden die auf dem Spiel irgendwie noch als halt dort anwesend berechnet. Ah, okay. Und darum ist halt dann die Sache, dass man mal kurz woanders die rausschickt, also noch rauslässt und dann wieder reinschickt und dann kann man dort halt was bauen. Achso, das ist darauf was bezogen, was Kaun geschrieben hat. Er hofft nicht, dass die Duodan-Creep-Statuen mit Rohan interagieren. Ja. Ansonsten, oh, das ist ein Denethor. Das heißt, es gibt die Spam-Taktik. Fubuki, bist du da? Fubuki, wo bist du? Fubuki! Also, interessant ist. Ist das nicht sogar eher schlecht gegen sowas wie Imladris, die halt mit Waffenmeistern doch vielleicht ganz gut dagegen antreten können? Ja, und die. Also, das ist klar, wenn du eine gewisse. Manpower an. Oh! Jan Götze 1, danke für deine für dein Abonnement. Kaun wird sich freuen. Sorry, wo war ich jetzt gerade? Wir waren gerade dabei, dass ja eigentlich diese Denethor-Spam-Taktik nicht so geändert ist. Ja, genau. Heute. Also weil wenn du eine kritische Anzahl, sage ich mal, am Bogenschützen hast, dann kannst du das schon spielen, aber deine normalen Soldaten fallen halt so hart um. Vor allen Dingen, du hast halt keine Formation, ne? Ja, genau. Das macht es halt extrem hart. Und Marzo hat halt fast... Also schau dir das mal an. Da rollen... Oh, da sind aber zwei Streitwegen. Ja. Die Streitwege wird tatsächlich nochmal hier ganz gut sein. Und dieses Umwerfen der Streitwege ist ja vor allem sehr bösartig. Aber da kommen die Reiter jetzt von Rohan. Da hat Fotti leider sehr gut reagiert. Das Fass war jetzt nicht so Premium. Aber die Reiter nehmen jetzt den Streitwagen auf jeden Fall auseinander. Ja. Und Elendil hat keinen Reitertrupp verloren. Ja. Aber ja, also im Prinzip muss Marzo eigentlich nur Waffenmeister und Speerträger bauen gegen die Taktik von Fotti. Und ist relativ safe. Rabe und Fotti brauchen Elendil irgendwas gegen die Waffenmeister, sagt Sibergus auch. Ja. Ja. Also Elendil hat gerade auch direkt neben Zwergenfestel nochmal geharrassed. Und da halt... Klassischer Elendil halt. ...ein Gebäude. Unten ist der nächste Tunnel. Oh nein, das Level 4 Bataillon Waffenmeister. Oh! Es überlebt und der Streitwagen ist kaputt. Oh, das ist bitter. Das ist richtig. Oh, aber ne, Marzo auf Abwehrstellung gestellt. Sehr schön reagiert. Also, kleines Lob. Unten links sind jetzt gerade noch Zwerge an dem Durdan-Krieg gestorben. Sehr gut. Also, die sind da hingelaufen und sind dann gestorben. Irgendwas wollte ich jetzt tatsächlich noch sagen. Achso, Kaun hat noch was geschrieben. Flugeinheiten können zum Beispiel noch die Units angreifen, die im Tunnel sind. Echt? Ja, Tunnel sind seit zum Zweifel schon ein bisschen verbuggt. Also, du konntest ja zum Beispiel, wenn du Bogenschützen, also wenn du den Streitwagen mit Bogenschützen drauf in einen Tunnel geschickt hast, ach ja, da stimmt, haben die Bogenschützen auch geschossen. Ja, stimmt. Also, solange du halt Sicht drauf hattest, konnten die schießen. Wenn du keine Sicht drauf hattest, haben die nicht geschossen. Weil du Sicht hattest, das haben die rausgeschossen. Das ist übrigens der ballsigste Lindon-Turm, den ich seit langem gesehen habe. Aber na gut, das ist halt Elendil mit seiner Reitermannschaft, ne? Ja.
Das ist. Genau, wenn man jetzt mal schaut, Lendi hat 1000 CP, Imladris 700, Gondor hat 450, jetzt 500 und Zwerge haben auch 450. Also, wobei bei Gondor natürlich die CP sehr schnell hochgehen werden, aber es sind halt alles nur sehr billige Truppen. Ne? Aber es ist halt trotzdem gerade ein riesiger Unterschied auf jeden Fall zwischen den beiden Teams. Definitiv, definitiv. Ich denke, die auch die Lindon-Hüter sind auch tatsächlich sehr gut gegen diese Gondor-Taktik, weil die schießen relativ schnell. Und wenn ich mich nicht irre, geben die einen Buff für die anderen Bogenschützen. Ich weiß nicht, ob er sie sich holt, dass die auch schneller schießen. Aber wir haben schon einen Dein Eisenfuß tatsächlich bei Rabe. Aber auch schon Reiter-Bogis bei Lendil. Und jetzt kommt wahrscheinlich genau das, was Seleukos gesagt hat. Dass die beiden jetzt ein arges Problem haben werden, weil was machen sie gegen die Reiterbogis? Und dann das zweite Problem, was machen sie gegen die Waffenmeister? Also ich muss sagen, völkertechnisch sehe ich das definitiv hier auch bei Team Highground. Ja. Auch wenn ich so ein kleiner Eisenberg-Lover bin. Aber die haben jetzt halt auch wieder die ganze Karte so. Also siehst du, die Mitte ist unter ihrer Kontrolle. Die Seiten sind auch so halt, ich meine, wenn du links schaust, alles links von der Zwergenfestung gehört an sich Elendil. Also auch das, ja, dann quasi, was in Sichtweite ist schon davon. Haben jetzt halt nur noch in den Ecken die Vorposten nicht bebaut, aber gut, warum sollten sie das gerade auch? Sie brauchen es nicht wirklich. Oh Gott, da muss... War der gut? Boah, Elendil. Hat Elendil nicht aufgepasst. Das hätte nicht sein müssen. Da hat Elendil gerade eine Eowyn verloren. Wir sind hier, um unser Land zu schützen. Weiß nicht, wie viele Rohstoffe das tatsächlich sind, Eowyn. Nicht so viele. Schau mal, wie viele Menschen da gerade rechts gestorben sind. Sorry, ich war rechts gerade nicht da. Ja gut, ne, Reiterbogis und Waffenmeister. Diese Waffenmeister waren einfach, die waren alle im Klump, dann haben die Waffenmeister halt auch reingehauen. Ne? Und jetzt kommen halt die Reiter und jetzt ist Gondor wieder bei 450 CP. Ja. Produziert zwar gleich nach. Oh, aber er baut jetzt Wächter der Feste. Das heißt, er wird jetzt wahrscheinlich dann switchen von der Kabuki-Taktik. Das ist auch wahrscheinlich sinnvoll, Waldläufer und Wächter der Feste zu bauen, weil sonst kommt er dagegen definitiv nicht an. Wobei es dafür tatsächlich auch zu spät sein könnte. Ja. Gut, die Waldläufer kommen jetzt schon. Ja. Aber die Waldläufer muss halt echt gut schützen hier gegen diese ganzen Reiter. Und vor allen Dingen auch gegen die Reiterbogis. Ja. Und da Elendil noch ein paar Zwerge auseinander. Braucht jemand ein paar Hüter? Da kommt rechts der nächste Lindon-Turm. das erinnert mich an ich weiß an gar nicht, welches Turnier das war, wo Raven nur diese blöden Türme gebaut hat. Da hatten sie, glaube ich, auch noch den alten Skin damals. Also da sahen sie noch nicht so aus. Ja. Und sie haben halt, also ich glaube, schon früher stärker geschossen und so, und das, ja, war sehr... Die waren viel stärker früher, viel, viel stärker. Damals war es auch, glaube ich, auch noch so, dass du auf Gehöfte, ja, das war noch zu den Zeiten mit den Gehöft-Upgrades, glaube ich. Ja. Wo du dann auch Verteidigungs-Upgrades bauen kannst. Wo Elendil eines seiner schlimmsten Spiele aller Zeiten hatte. Gegen Klokocher damals, weil Klokocher hat nur Außengehöfte gebaut und auf alle Außengehöfte das doppelte Verteidigungsupgrade drauf gemacht. Ah ja. Aber bei Marze kommen jetzt schon Veteranen des letzten Bündnisses. Uiuiui. Und langsam könnten die sich trotzdem mal oben links einfach den Vorposten holen. Unten links haben sie sich jetzt geholt. Das kommt jetzt das Exilantenlager von Rohan. Ja. Hast du Theo den schon irgendwo gesehen? Weil den Zentralspell hat er sich gekauft. Also Elendil. Was war das Völker-Matchup im ersten Spiel? Erstes Spiel war Isengard Angmar von Elendil Marzo gegen Erebor Arnor von Fotti und Rabe. Unten links oder links in der Mitte die Reiter nehmen wie die ganzen Zwerge auseinander. Ei. Ah ja, da ist übrigens Theoden.
Oh! Und dein, dein überlebt. Aber er stirbt jetzt gegen dich. Er stirbt jetzt, ja. Boah, stark von Elendil. Den da auf die Mauer zu stellen. Elendil hat jetzt leider keine Belagerung, das heißt, sein Theoden ist jetzt leider ein bisschen in der Base da gefangen. Und Fotti holt sich jetzt langsam ein bisschen Land zurück. Es war auch sinnvoll, die jetzt hier mal sterben zu lassen, dass man ihn dann früher wiederbekommt. Ja. Weil je länger man da wartet, desto später geht er auch später wieder auf dem Feld drauf. Marzo muss jetzt ein bisschen gucken, dass er CP-Upgrades holt, weil er hätte theoretisch die Finanzierung. Aber kommt jetzt gerade nicht hinterher und jetzt hat Gondor mittlerweile schon. Wo war's? Ja, knapp 1150 CP. Oh, die Piken, die Armbrustschützen, dass die hochgeschickt werden gegen Theoden. Ich glaube, Theoden stirbt jetzt da tatsächlich auch. Ja, aber der hat gerade nochmal halt hier bei den Armbrustschützen ordentlich Schaden gemacht. Gut, aber recht gut gekämpft. Oh, ja, Lendiel verliert da gerade ein paar Reiter gegen die Wächter der Feste. Immer weiter! Immer weiter. Ah, da kommt jetzt Imladris dazu. Hat er den Windhauch schon ready? Der wäre jetzt fatal. Ne, den hat er nicht ready. Schade. Jetzt sind auch schon Brunnen-Garden. Garde ist Brunnen. Ja. Elendil allerdings aber auch schon mit Rammen an der Zwergenbase. Ja, aber er zieht sie zurück, weil das wurde gesehen. Aber mittlerweile halt auch überall unten, also alle freien Siedlungsplätze oder alle Siedlungsplätze allgemein, ja, die gehören halt nicht mehr zu Forti und Rabe. Ja. Die gehören jetzt alle eigentlich Elendil gerade. Deswegen stinkt er auch ein bisschen hart vor Geld. Hat jetzt auch direkt das Exilantenlager abgegradet für die Hauptmänner, also zum königlichen Lager. Gegner auf die Mauer locken und mit Reiterbogis abschießen. Oh ja, das ist natürlich. Los, Soldat, Bewegung! Bleib zusammen! Oh! Das ist jetzt natürlich gar nicht so doof. Elendil ist jetzt mit den Rammen einfach nach oben gegangen. Ja. Und nehmen sich jetzt. Ja, natürlich. Was will Rabe gerade tun? Rabe hat keine CP. Oder so gut wie keine. Und Fotti rennt irgendwo außerhalb seiner Base rum. Jetzt kommt er zwar rein. Aber ich bin mir gerade unsicher, ob die gegen die Veteranen bestehen können. Ja, das, die CP gehen jetzt schon deutlich runter von Gondor. Sehr schöner Winter. Also drin bleiben, nicht rauslaufen! Ja, warum geht er hier? Ah, wobei, ja, Elendil will die Zwerge aufhalten. Ich weiß aber gar nicht, ja, ob er das müsste. Sind nicht so viele. Ja, die Imla-Einheiten schnetzeln sich da gerade absolut durch. Die haben gerade den Spaß ihres Lebens. Ja, das sind jetzt hier über 300 CP, die bei. Das sind halt Schwertkämpfer und Veteranen. Da macht ja. auch machen auch Wächter der Feste nicht mehr so viel. Och, dieser Wiederaufbau. Ja, okay, aber mittlerweile ist noch, ich meine, Gondor hat irgendwie 500 CP verloren, aber er steht gerade noch. Imladris hat auch ein paar CP verloren. Der Zwerg hat aber auch kassiert. Ja, ist wahrscheinlich besser, wenn er sich jetzt erstmal zurückzieht und regeneriert. Es war jetzt nicht so. Dass so gut überlebt wurde hier. Ja, naja, die Wächter der Feste mit Formation, ne? Ja.
Tankt natürlich relativ viel mit 66% mehr Rüstung. Aber also ich glaube, es hat Rabe am Ende sogar mehr wehgetan als Fotti tatsächlich, weil ja. Rabe hat fast seine gesamte CP verloren. Und auch wieder, wenn man so schaut, die Festung von Rabe, Zwergenfestung, direkt links davon, das Rohangebäude, direkt rechts davon, das Rohangebäude. Ne, das ist, ja. Der hat dann, glaube ich, wirklich nur noch in der Festung, ne, die 5 Rohstoffgebäude. Mehr hat er nicht. Also jedes Bataillon, was der verliert, das kriegt der halt nicht wieder. Nee. Für Mittelerde. Marze muss jetzt hier ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu viele Spells kauft, weil sonst braucht er sehr lange, bis er an Upgrades rankommt, tatsächlich. Macht schneller, Waldläufer! Wir kämpfen für Gondor! Weil er geht auf die Schreibwerkstätten. Die Upgrades dann wahrscheinlich über die Ausbildung der Erstgeborenen. Aber da muss er ein bisschen gucken. Dass er da nicht zu viele Spells dazwischen kauft. Aber er hat sich jetzt einen Kürder angeholt. Damit er die Lindern. Rabe baut jetzt eine zweite Kaserne. Wir kämpfen für Mittelerde. Und holt sich die Feuerpfeile für seine Armbrustschütze. Sehe ich jetzt eher selten tatsächlich. Aber gut, man sieht auch Eisenberge. Jetzt brauchst du nicht erstmal ein paar mehr Truppen wieder. 500 CP, das ist nicht so viel. Nee. Marzo hat sich schon wieder relativ gut hochgewirtschaftet. Allerdings, diese Gondor-Armee da gerade ist halt. Die Gondor-Armee, wo ein Katapult dabei ist. Es kommen halt auch noch keine Upgrades. Zumindest hat Fotti noch keine Schmiede. Er baut jetzt zwar. Also, er forscht jetzt im Marktplatz, dass man die Upgrades erforschen kann. Wird dann wahrscheinlich gleich umstellen. Und dann wird es halt auch für die beiden haarig tatsächlich. Vor allen Dingen, wenn Imladris keine Upgrades hat. Die kommen dann auch nicht mehr so gut. Also sie kommen ja jetzt schon sehr schwer durch, sage ich mal. Und Fotti hat halt einfach jetzt gerade schon wieder 1300 CP. Das ist nicht wenig. Also ja, Elendil hat auch 1200, aber... das sind halt fast nur Reiter. Und gegen die Kombi, die da Fotti gerade aufs Feld bringt... Ah, das ist übrigens die königliche Garde. Ist das halt gerade auch nicht so stark. So, weil da sind halt wirklich nur noch Wächter der Feste und Waldläufer und nicht zu wenig. Jupp. Also diese 1400 CP von Gondor da sind nur Wächter der Feste und Waldläufer. Und jetzt holt er sich halt die Upgrades. Er hat jetzt gerade schon ein Gehöft abgerissen und ja, da kommt die Schmiede. Ja. Die Frage ist gerade, welches Level ist Theoden? Theoden, ist der wiederbelebt worden? Der scheint ja irgendwo drin, oder? Der ich habe ihn zumindest nicht gesehen. Ah, doch, der ist... Also Eowyn ist 5 und Theoden ist 4. Fast 5. Oh Gott, da ist Skandal. Ja? Oh. Ich glaube, er hat nichts getötet, er hat nur geschwächt, alle. Ja, aber. Der zweite jetzt hier. Ja. Oh, der hat gesessen. Das waren halt 400 CP Bauern. Ja, klar, es waren nur Bauern, aber. Aber 400 CP davon. 400 CP. Tut weh. Jetzt kommt genau das Problem. Und du hast jetzt Adler? Das ist schlecht. Oh, Imladris kommt jetzt aber gerade in die Waldläufer. Unten links werden wieder Rammen getötet, während umgekämpft wird. Man muss nicht runterschauen. Das ist auch nur Rammen. Boah.
Also es muss jetzt halt an sich was ein größerer Sieg werden für Gondor und Ich sag mal Zwerge. So, Fotti hat da schon extrem viele CP verloren. Ja. Die haben halt aber so viel gerade rein investiert, auch in Spells und so. Und Imla hat gerade fast noch gar nichts verloren. Jetzt kann eigentlich Rabe, sag ich schon, die Elendil einfach reinreiten. Ich sehe fast keine Schwerträger. Naja doch, da sind noch ein paar Schwerträger. Ja, aber über die kann man drüber reiten. Dann verliert man ein paar, aber man tötet auch all die Waldläufer hinten dran. Ne? Da ist die königliche Garde. Ja, und die nimmt jetzt dann natürlich hinten alles auseinander. Ja. Wenn jetzt laufen die Zwerge langsam hoch, aber bis sie da sind. Das dauert noch ein Momentchen. Gondor hat jetzt 300 CP nur noch. Die hat irgendwie nichts mehr. Die Kaserne ist jetzt dann endlich mal weg. Die Zwerge sind immer noch nicht da. Das sind halt 1000 CPs, gerade mit Abstand die stärkste stehende Armee. Ey, dass wirklich jetzt nochmal die Zwerge die stärkste stehende Armee haben werden in diesem Spiel, das hätte ich nicht gedacht. Hätte ich auch nicht gedacht. Theoden Level Update. Ich sehe Theoden leider schon wieder nicht. Siehst du ihn irgendwo? Kannst du mal kurz. Theoden ist 7, der rennt gerade hoch. 7. Theoden ist 7, Eowyn ist auch 7. Die sind beim Fluss gerade noch nach links. Okay, er hat seine meisten Imla-Sachen tatsächlich sogar noch rausbekommen. Da leben noch alle Veteranen. Das ist sehr gut. Und er hat jetzt 6 Spellpunkte. Das heißt, er ist nicht mehr weit entfernt von der Ausbildung der Erstgeborenen. Und dann sehe ich ein bisschen schwarz für Eisenberge Gondor tatsächlich. Ja. Und dann auch noch die Imla da. Aber Gondor hat 9 Spellpunkte. Oh. Die haben quasi im letzten Kampf haben die gerade die Adler freigeschalten, ne? Und danach noch 9 Spellpunkte bekommen. Ja, das ist dann natürlich. Ja. ADT ist Problem. Also, Elendil kommt davon weg, ohne Probleme. Aber, Imladr ist nicht so. Ist richtig. Forti hat jetzt eingesehen, oder Forti hat jetzt gemerkt, dass er vielleicht doch eher einen Brunnen als ein Belagerungswerk gebraucht. Möglich. Aber er hat damit immerhin den einen Lin- und Lindenturm vorhin zerstört. Also ich will ja nichts sagen, aber ich sehe da gerade nur noch Zwergenarmbrustschützen und in diesen Zwergenarmbrustschützen stehen 5 Bataillone Speerträger in Formation. Ich muss mal kurz Licht bei mir anmachen, Entschuldigung, ich kann die Kamera gerade nicht... Reiselager? Es gab ein Reiselager? Nee, aber gegen die Amidatoten. Weil die gibt ja Magieimmunität. Au, ja, stimmt. Ja, da habe ich gar nicht dran gedacht. Stimmt. Wenn er das rechtzeitig reagiert, ist es natürlich, das ist dann GG, glaube ich. Wobei GG wird es nicht sein, aber wenn natürlich die ADT das nicht. Zu langes Jahr, ein paar Gondor-Helden wären wahrscheinlich auch gut gewesen, aber ich glaube, da fehlt das Geld. Ja, weil das, was Forti da macht, ist allgemein schon sehr teuer und wie wir alle wissen, viel Außen-Eco ist hier nicht. Es gibt halt immer noch diese Warcreeps. Oh mein Gott. Also 2 Warcreeps gibt es hier noch. Da sind alle 3 Hauptmänner von Rohan übrigens in der Mitte, sehe ich gerade. Oh. Ja, jetzt auch noch mit den Gala drin. Aber wir haben halt gleich ADT-Zeit. Das traut sich gerade nicht, ja. Und wir haben ADT-Zeit. Wenn wir jetzt hier mit dem Tod draußen beschwert, dann könnt ihr einfach drin noch die ganzen Reiter töten, weil die rauskommen. Ja, die ADT könnt jetzt hier das Game gewinnen. Ja. Oh, aber schau mal, wie die ganzen Reiter sind alle tot. Und so wahrscheinlich kommen die meisten Reiter auch noch trotzdem. Ja. Müsst ihr sterben. Und das ist Reiselager.
Ja. Ja, die mit der Toten. Okay, die ADT so macht den Veteranen ja mal gar nichts. Wow. Ja, wobei doch jetzt. Ja. Aber die richtet nicht so viel Schaden an, wie ich es erwartet hatte, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte auch, dass die nicht schneller töten würden. Und CP-mäßig. Also Rabe hat jetzt gerade auch alles fast verloren. Ja. Und Fotti hat halt auch nur noch 300 CP. Okay, da oben sind jetzt auch noch die... Oh lol, dieses Bild habe ich noch nie gesehen. Auch noch die graue Schar. Aber ich denke, die sollten jetzt einfach weiter ins Gondor-Lager reingehen, weil die Manpower haben sie, denke ich. Nicht wegrennen, Marzo! No! Also ich meine, Elendil hat 1300 CP jetzt noch übrig. Sein Elendil ist, sein Theoden ist Level 9. Level 10 übrigens. Oh, das heißt, dass er könnte er sowieso einfach reinrennen. Aber er hat irgendwie mehr Lust, Rabe kaputt zu hauen, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie Angst, da reinzugehen, in diese Festung. Ja, aber warum? Die ADT ist raus, die Adler sind raus, was soll denn noch passieren? Die Zwerge haben keinen Gandalf? Ich meine, jetzt geht er bei den Zwergen wieder rein. Ich meine, gut, die Zwerge werden dann jetzt auch sterben, die haben jetzt nichts dagegen. Ja, also die Zwerge haben jetzt hier 200 CP. Gondor hat knapp 600 CP. Wie können die schon wieder 600 CP? Ach, da hat sich alles regeneriert. Ja gut, aber ich glaube, Zwergenfestung. Ja. Das heißt, dass Fotti ja, mal wieder einen den glorreichen Angriff verpasst. Echt? Ach, war der unten bei der Zwergenarmee, während ich in der Gondor-Base war? Dann tut's mir ein bisschen leid, sorry. Wusste nicht, dass da ruhmreicher Angriff war. Ist das auf Cooldown? Es war auf Cooldown. Ja, es ist auf Cooldown. Sorry. Aber ja, gut, klar. Jetzt doch nicht mehr, ne? Damit sollte es jetzt dann... Was dann die Ents beschworen? Damit sollte es jetzt dann mal GG sein. Ich denke es. Also... Ich finde, Marzo hat sehr stark gespielt, obwohl er so lange nicht gespielt hat, bin ich ehrlich. Ja, Marzo war auf jeden Fall eine Überraschung. In allen Games, also ich fand den richtig gut. Aber ich fand auch, Fotti und Rabe haben sich gut geschlagen. Ja, also vor allen Dingen das zweite so Game hat mich sehr überrascht, dass das auf einmal, das war einfach... Also die Taktik, die sie da hatten, war optimal natürlich, also wirklich optimal. Und auch hier würde ich sagen so... Klar, die meiste Zeit lagen einfach Marz und Elendil vorne. Aber die meiste Zeit hatte ich auch das Gefühl, dass wenn sie einen Fehler machen, ne, dass dann Fotti und Rabe zurückkommen können. Und dass die irgendwie doch die Möglichkeit dazu haben. Aber ich habe das letzte Bündnis gesehen, DSS. Ist das nicht auch was Gutes? Und da kommt das GG. Ja. Oh, und da sind die Bubbles! Yay, Bubbles! Ja, und damit haben wir tatsächlich ein 2:1 für Team Highground. Finde ich gut. Ich glaube, ich habe genauso getippt. Ich auch. Aber Tippspiele sind ja Schall und Rauch. Oder nee, habe ich so getippt? Ich weiß nicht. Aber ja. Das ist, ist überraschend, glaube ich. Viele haben... Also, vor allen Dingen halt, weil Rabe und Fotti so viel trainiert... Wow, was war das denn? So viel trainiert hatten. Und sich Taktiken Marzo überlegt halt haben. Marzo ist halt so unberechenbar gewesen. Und Elendil, ich meine, Elendil ist halt einfach ein guter Spieler. Ja. Elendil und Seleukos sind die besten jetzt hier, genau. Und also Elendil und Seleukos sind so die zwei, wie ich sagen, besten Spieler hier bisher im Turnier. Ja, definitiv. Alvarad hat auch viele gute Spiele gehabt, aber ich fand, die anderen beiden waren einfach konstanter gut gewesen. Ja, vor allen Dingen hat Alvarad am Anfang des Turniers, naja, ne, da habe ich mir gedacht, was macht er denn?
Aber scheinbar war der Tiebreaker extrem gut von ihm. Das habe ich leider nicht gesehen, die Spiele. Aber ja, Und das war doch sehr gut. So, Moment, jetzt muss ich kurz das Ding ändern. Und dann kann ich schon mal Marz und Marzes Mitspieler holen. Die anderen hole ich nicht, die müssen ja. dann von selber kommen. Hallo! Hallo. Also, Hallo. ne, Marzo, absolute Wildcard, fantastisch. Ich lieb's. Das ist wirklich. Also, du spielst 19 Wochen gefühlt nicht. Und dann haust du zwischendurch wie in Game 1 so eine Performance raus. Das ist, jetzt habe ich es falsch schon gemacht. Das hat mich tatsächlich sehr beeindruckt. Also, wow. Ja, mal immer mehr hier. Wie bitte? Wie bitte? Er redet einfach. Ja, also Game 1, dieser eine Moment, ich weiß gar nicht, ob du es selber realisiert hast, wie du am Vorposten einfach gegen Fotti und Rabe gewonnen hast. Das hat mich mehr als überrascht. Wirklich mehr als überrascht. Das war nice, ja. Und das hat halt definitiv das Spiel zu euren Gunsten gewendet, dieser Moment, weil bis dahin fanden wir, dass es echt relativ even war. Aber das war der Moment, wo ihr definitiv gedreht habt. Elendil. Den Tag hat man's mit dem Stahlwerk. Dass ein Vorposten besser ist als ein Stahlwerk. Was hat dich jetzt da zum Stahlwerk geritten? Ich hatte sehr viel Geld und es war eine gute Position. Also ich fand's Ich auch hatte gut. überlegt, einen normalen Vorposten zu bauen, weil ich dann eine Ja. was kann man sagen, schon Belagerungswerk hätte bauen können. Aber so gut sah es dann auch noch nicht aus. Und ich hatte gerade ohnehin CP-Probleme. Dann habe ich gedacht, kannst du auch ein Stahlwerk bauen. Dann kannst du dein Geld ausgeben. Richtig Geld scheffeln damit, wenn es steht. Ja. Ja, also es hat ja funktioniert am Ende. Ich fand es auch sehr lustig, dass du einfach Berserker schon in mehrfacher Ausführung hattest, bevor du auch nur ein Wirtschaft-Upgrade hattest. Das fand ich ziemlich gut. Weil die Ja, Rüstkammer also. kam extrem spät. Ja, ich habe ja auch ein Stahlwerk gehabt. Ja, ist ja gut. Aber damit kann man halt keine Upgrades erforschen. Das ist korrekt, aber sehr viel Geld machen. Ja, also wir haben ja gesehen, 104 pro Tick ist natürlich nicht ohne. Aber was kostet es nochmal? 2000. 2000 sogar, okay, ich war jetzt nur bei 1500. Ja, Es 2000 ist kostet so natürlich ein viel. Invest. Ja, kostet so viel wie ein Vorposten mit drei Wirtschaftsgebäuden. Okay. Ansonsten weiß nicht, Gnomi, noch was zum ersten Game? Nö, also ich fand, das war allgemein ein schönes Spiel auch so von Ja, beiden also sehr schön Seiten. zum Zuschauen, definitiv. Hat uns ziemlich gut gefallen und halt echt Marzo, der Moment da an dem Vorposten, wo du 1v2 gewonnen hast, hat uns sehr überrascht und von da an ging das Game ja dann auch mehr zu euren Gunsten. Dann hattet ihr fast die ganze Map, mit Ausnahme von ein, zwei Gehöften, glaube ich. Hat nicht nur euch überrascht. Ja. Hallo Rabe. Vor allem, ja, wir haben die Verräter halt total mit zwei Armeen umzingelt, aber die sind einfach nicht gestorben. Ja, die haben gut durchgehalten. Ich hatte da drei Helden drin. Ich glaube, mein Walder ist eher gestorben als die Verräter. Ey, ich weiß nicht, ich finde die Verräter unfassbar stark. Dann zu Game 2. Bockland. Fand ich für eure Taktik, Rabe, eine sehr gute Map. Weiß nicht, ob es Taktik war, Ja, das aber war. das war ja dann ein Blitzgewinn, sag ich mal. Das war. Weil das Game War ging der nur 11 Minuten Nebelberger. tatsächlich. Deine Nebelberge-Taktik fand ich sehr interessant. Doppelt, dadurch, dass du gleich den Vorposten unten genommen hast, hast du sehr schnell Gundabad gebaut. Elendil hat es aber sogar gesehen, weil er hat mit Gildor gescoutet, soweit ich mich richtig erinnere. Ja. Aber ja, dann hat Elendil da oben den Fight verloren und du hast dir gedacht, ja okay, dann renne ich halt einfach mal ins Lager, Ja. weil was will er tun? Ja, der du deinen Vorposten mal besser gebracht. Ja, ich hätte nicht kämpfen dürfen. Weiß nicht, warum ich das Ja, gemacht habe. dass du den Fight genommen hast, das hat mir die Chance gegeben, sowas zu Ich muss machen. allerdings auch zugeben, es verwirrt mich halt, dass die Führerschaft FX weg ist von den Trommeln. Und dann habe ich irgendwie zu langsam reagiert. Hätte einfach direkt weglaufen sollen. Gab es ja nichts zu holen für mich. Nee, nicht wirklich. Und tatsächlich, ja. Und
Waffenmeister gegen Gundabad. Wettkämpfer sind halt nicht gut. Da muss ich aber auch Frotti danken, der hat mir ja schön das Geld in gefunnelt. Ich hatte es mir schon fast gedacht, dass ihr euch da gegenseitig Geld zugeschickt habt. Nee, ich habe einfach nur die ganzen Creeps bekommen. Ach so, okay. Troll bekommen. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Ja. Ich habe einen Troll bekommen und ich habe die Lage, halt in der Mitte. Lage bekommen. Ja. Und ich habe halt direkt geekot und ein bisschen halt Orks gestellt, um schneller zu creepen. Und dann bin ich halt direkt auf Gunabad und Azog. Das ist der Schänder-Rabe. Was? Azog. Das ist der Schänder. Azog ist seit über 100 Jahren tot. Ich sagte ja, Azog. Nein, das ist der Schänder. Da merkt man mal wieder, Gnomi hat auch keine Ahnung von den Büchern. Für ihn existieren nur die komischen Filme. Ich hab absichtlich nicht versucht, so wenig wie möglich zu sagen. So, und dann Game 3, gut gegen gut, hatte ich schon ein bisschen Sorge tatsächlich, aber ich fand, von der Völkerwahl hat Team Highground da definitiv die Nase vorn gehabt, fanden auch viele Leute im Chat. Ich genauso, weil Seleukos zum Beispiel hat eingeworfen, ja, was will denn Rabes Eisenberge eigentlich gegen Rohan tun, weil Reiterbogies. Ja, die Reiterbogies haben mich fertig gemacht. War dann auch definitiv eines der Sachen, die das Spiel, denke ich, entschieden haben, die Reiterbogies. Extrem gut mitgearbeitet, hatte ich jetzt zumindest im Gespür. Tom hat den glorreichen Angriff verpasst. Ja, das war auch ein Punkt, Tom. Hast du den glorreichen Angriff nicht gesehen? Ja, ich war zu der Zeit, sorry, ey, weißt du, wie viel da abging? Ich war halt in der Gondor Base, entschuldige bitte, wo gerade Marzo am Kämpfen war. Das war auch wichtig. Da ging es tatsächlich zu dem Zeitpunkt, der glorreiche Charge war halt einfach vernichtend. Ja, da waren deine 1100 CP weg, ne? wo ich zurück in die Base gelaufen bin und halt einfach Elendil ist einfach reingecrashed und hat meine Einheiten umgeworfen. Ja. Bin deinen bekommen. Das ich war... mit Theo, den nicht mehr ganz rauskommen, da war ich traurig. Ja. Devastating genug. Ja. Und natürlich, was ich ein bisschen komisch fand tatsächlich, dass die ADT echt nicht viel gemacht hat. Ja, da war das Reiselager, allerdings auch, wo die ADT in der Gondor-Base drin war, wo das definitiv nicht mehr in der Reichweite vom Reiselager war. Fand ich, hat, obwohl keine Upgrades da waren bei Imladris, fand ich, hat das echt nicht viel Schaden gemacht. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber ja, allgemein, also die letzte Schlacht war sehr schön anzuschauen. War sehr cinematisch. Wow. Ja. Hat Spaß gemacht. Und natürlich auch im dritten Game, ne? Elendil hatte halt die ganze Map. Zu einem bestimmten außer die Sachen, die er nicht gecreept hat. Ja gut, glaub, und da oben der Vorposten, oben da stand permanent ein Druhe dein Lager und ein Varg. Der war euch ein bisschen egal, der Vorposten oben links. Oben rechts wurde, glaube ich, auch kein Vorposten gebaut. Also... Nee, oben rechts war, glaube ich, auch permanent der Warcord noch da. Ja, und unten rechts, da hast du auf jeden Fall gecreept, Rabe, aber da stand halt auch, glaube ich, nichts. Ne? Da war auch kein Vorposten. Ja, ich hatte kein Geld für einen Vorposten. Ja. Vielleicht hätten sich Speerwerfer rentiert. Ja, wahrscheinlich schon. Das hat Seleukos auch in Chat geschrieben. Speerwerfer wäre jetzt so das Einzige, wo er sagen würde, das ist gut gegen Reiterbogis. Aber da kommt man halt nicht gleich dran. Da habe ich nicht dran gedacht, weil der Stun ist ja dann doch schon ziemlich gemein von denen. Da hätte ich vielleicht was machen können, aber ich hatte halt einfach nicht das Geld. Also, ja. Das ist natürlich richtig. Ja. Ich meine, so, ich hätte einen Dra gebaut anstelle des Deins. Ja, ich hatte einfach 3k und ich habe dann gedacht, komm Boss, aber ja, Dra wäre besser gewesen. Definitiv. Aber Elendil, ne? deine erste EO-Win? Kein Kommentar. Ich weiß nicht. Ja, mein Micro war sowieso nicht so gut heute. Das war... Ja. Für uns hat's noch gereicht, gell, Elendil? Genau. Okay. Ja gut, dann herzlichen Glückwunsch an Team Highground. Ihr rückt damit als erstes Team ins Finale vor.
Gnomi, schaut mal, dass er einen Termin findet für euer Halbfinale. Danke. Ja. Aber Elendil 1 würde ich noch gerne wissen. Hättet ihr eigentlich, wenn ihr hättet picken können, hättet ihr uns gepickt oder hättet ihr hier Albarat und Impis gepickt? Ich bin nur Matsos Mitspieler, das muss Matsos sagen. Okay, Matsos, call die Shots. Keine Ahnung. Also wir haben halt gegen euch 1-1 gespielt und gegen die anderen auch 1-1. Ist halt schwer zu sagen. Also hättest du das Team gewählt, wo gegen ihr möglicherweise 2-0 gespielt hättet? Ja. Ja. Also wobei, gut, das eine Match gegen Halbarat und Inbis war ja auch ziemlich toll mit meinem Nebelberger. Das war ja, glaube ich, das zweite Game von mir insgesamt dann in diesem Turnier. Das ist gar keine Ahnung, wen ich gepickt hätte. Das weiß ich jetzt nicht. Alles klar. Gut. Dann beende ich an dieser Stelle die Übertragung. Es war mir wieder ein inneres Blumenpflücken. Vor allem mit Gnomi zusammen. Gerne. Mit meiner Map- und Lore-Maschine. Vor allem was die Bücher angeht. und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.